Hi, das hier ist ein Stauferico-Steak mit einer Pesto vom wilden Bärlauch und Fächerkartoffeln. Und wie man das macht, das zeige ich euch in der heutigen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hallo und willkommen zu einer Sonderfolge von Barbecue aus Rheinhessen. Ich bin hier in einem Wäldchen und bin umgeben von frischem Bärlauch. Wunderbar frischer, unbehandelter Bärlauch. Der riecht fantastisch. Davon werde ich jetzt ein bisschen was ernten und dann kochen wir was Schönes. Unsere Kohlen heizen jetzt vor und bevor wir jetzt das Bärlauchpesto machen, möchte ich euch schnell noch was zu dem wilden Bärlauch sagen. Beim wilden Bärlauch gibt es ein paar Dinge, die ihr beachten müsst. Zum einen müsst ihr darauf achten, dass ihr auch wirklich den wilden Bärlauch pflückt und nicht eine andere Pflanze, die direkt daneben ist. In der Nähe und ähnlich aussehen tun zum Beispiel die Maiglöckchen oder die Herbstzeitlose und die sind beide hochgiftig. Es gab also schon mehrere Todesfälle von Leuten, die sich da vergriffen haben. Also passt auf, dass ihr da das Richtige pflückt. Zum einen sehen die leicht unterschiedlich aus, zum anderen ist natürlich der charakteristische Geruch vom Bärlauch, sprich es riecht nach Knoblauch, wenn ihr es reibt, schon mal ein Anzeichen. Aber habt ein Auge drauf, greift am besten in die Mitte des Feldes, wenn ihr ein Bärlauchfeld findet. Da ist die Chance am größten, dass ihr auch wirklich nur Bärlauch erwischt. Das andere ist der sogenannte Fuchsbandwurm. Das heißt, das sind Würmer oder Parasiten, die in dem Kot von Füchsen vorkommen und die an dem Bärlauch anhaften können. Und aus diesem Grund werde ich den Bärlauch jetzt, den ich aus dem Wald geholt habe, kurz mit kochendem Wasser überbrühen, um wirklich sicher zu sein, dass diese Eier und Zellen abgetötet werden. Und das bereite ich jetzt vor und dann machen wir weiter. Ich habe jetzt hier also meinen Behälter und hier habe ich meinen frischen Bärlauch, den lege ich da jetzt hinein. Und hier habe ich vorgekochtes Wasser und das gieße ich jetzt über den Bärlauch. Man sagt so, dass eine Temperatur von 70 Grad die Eier von diesem Fuchswurm abtötet. Deswegen kochendes Wasser, da geht ihr auf jeden Fall auf Nummer sicher. Ganz nach dem Motto Männer mit Eier grillen mit Nüssen habe ich heute hier Walnusskohle, die ich benutze. Die hat mir der Zuschauer Florian geschenkt. Flo, vielen Dank dafür. Die brennen ja wie Hölle. Also ich gieße jetzt mal in den Grill. Nachdem der Bärlauch jetzt 2 Minuten in dem kochenden Wasser gelegen hat, nehme ich ihn gerade raus und lasse ihn mal abtrocknen. Zieht ihn am besten ein bisschen auseinander, damit er besser trocknen kann, oder ihr legt einfach ein Handtuch runter und tupft ihn gerade ab. Für das Bärlauchpesto brauchen wir geröstete Pinienkerne. Hier habe ich also 50 Gramm Pinienkerne und eine kalte Pfanne. Die stelle ich jetzt einfach erstmal auf den Grill. Und darin werden die Pinienkerne jetzt angeröstet. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht verbrennt. Das geht bei Pinienkernen relativ schnell. Hier seht ihr jetzt also die Zutaten, die wir für unser Bärlauchpesto brauchen. Los geht es mit dem frischen, aber inzwischen abgekochten Bärlauch. Dann habe ich hier geröstete Pinienkerne, Parmesan, ein bisschen Pfeffer und Olivenöl. Und natürlich ein Mörser. Und als erstes werde ich jetzt mal die Pinienkerne in den Mörser geben. Als nächstes werde ich den Bärlauch grob hacken. Als nächstes kommt der Parmesan mit rein. Eine gute Prise Pfeffer habe ich jetzt noch mit reingetan. Und jetzt werde ich das Ganze schon mal mit dem Mörser ordentlich durchstoßen und klein mörsern. Wenn das Ganze dann schön im Mörser zerstoßen ist, sollte es so aussehen. Und jetzt werden wir noch Olivenöl hinzufügen, und zwar um die 100 Milliliter. Und dann das Ganze wieder schön durchrühren. So schaut das Bärlauchpesto dann fertig aus. Das stelle ich jetzt erstmal beiseite und jetzt bereiten wir die Fächerkartoffeln vor. Als nächstes zeige ich euch die Zubereitung von den Fächerkartoffeln.
Welche Kartoffeln habt ihr vielleicht schon mal bei MyBBQPit gesehen? Der hat die letztens gehabt und ich fand die total faszinierend, deswegen mache ich die heute nach. Ihr braucht dafür Kartoffeln. Ich habe jetzt meine Kartoffeln vorgekocht. Das reduziert natürlich die Zeit auf dem Grill ungemein. Ich werde jetzt vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten brauchen und sonst braucht ihr, wenn die ungekocht sind, über 70. Ihr braucht also Kartoffeln, Käse, Bacon und das ist es im Großen und Ganzen schon und noch einen hölzernen Kochlöffel. Den Kochlöffel braucht ihr dafür, dass ihr, wenn ihr schneidet, eben nicht komplett durch die Kartoffel schneidet. Das heißt, ihr legt euch den Kochlöffel hin, nehmt das Messer und schneidet so lange, bis ihr auf den Löffel stoßt. Und dann habt ihr eine Kartoffel mit zum Beispiel jetzt hier 6 Taschen und die werden jetzt gleich befüllt mit Bacon und mit Käse. So, ich habe die Kartoffel jetzt soweit vorbereitet. Ich nehme mir jetzt einen Scheib Bacon bzw. ein Stück Bacon und ein Stück Käse und das kommt dann jeweils in eine von den Schnitten rein. So sehen die Fächerkartoffeln fertig vorbereitet jetzt aus und die kommen jetzt auf den 200 Grad vorgeheizten Grill für eine Viertelstunde bis 20 Minuten und dann bereiten wir jetzt die Stoffierico Steaks vor. Hier habe ich jetzt zwei wunderschöne Steaks vom Stoffierico Schwein von der Metzgerei yourbeef.de. Da werde ich jetzt einfach nur ein bisschen Salz drauf verteilen. Und die dann scharf angrillen und gemütlich gar ziehen lassen. So, auf dem Grill liegen jetzt hier vorne schon die Fächerkartoffeln, die rauchen noch. Jetzt legen wir die Steaks auf und lassen sie jetzt einfach mal 2 Minuten von der Seite scharf angrillen. Nach 2 Minuten ist es dann Zeit, die Steaks mal zu wenden. So, die Steaks sind jetzt fertig angegrillt. Man sieht, jetzt hat sich eine wunderschöne Kruste auf dem Fett gebildet. Und jetzt lege ich die in einen indirekten Bereich. Und zum Garziehen werde ich sie jetzt mit dem Bärlauchpesto bestreichen. Jeweils einen großzügigen Löffel oben drauf. Und jetzt dürfen die Steaks noch eine gute Viertelstunde zusammen mit den Fächerkartoffeln ziehen. Und dann können wir essen. So, eine Viertelstunde später sieht das Ganze dann so aus. Die Fächerkartoffeln sind fertig, der Käse ist schön geschmolzen, der Bacon ist schön kross und unsere Stoffierico Steaks mit dem Bärlauchpesto sind fertig. Und jetzt richte ich mal an und dann zeige ich euch, wie es aussieht. So, jetzt schneiden wir das Stoffierico Steak mal an. Wunderbar aus. Und so sieht das Ganze fertig aus. Stoffierico Steak mit einem Pesto vom wilden Bärlauch mit Fächerkartoffeln. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.